Hallo Bremen! Ich fange mal mit einer Rockstar-Geste an, weil dazu hat man als Journalist eigentlich nicht so oft die Möglichkeit. Wir sind ja eigentlich eher so die Helene Fischer unter den Berufsgruppen, wenn man ehrlich ist. Ich versuche es jetzt aber trotzdem ein bisschen spannender als das zu machen. Es soll heute um die Krautreporter gehen, krautreporter.de. Das ist ein Online-Magazin, was bald online gehen soll, und es ist finanziert durch das größte Crowdfunding, was im Journalismus bislang gemacht wurde in Deutschland. Bevor ich euch aber erkläre, was das genau ist, möchte ich euch gerne fragen, was ihr für Begriffe mit dem Journalismus im Moment verbindet. Wenn ihr einfach mal so aus eurer Hüfte rausschießt, was fällt euch zum Journalismus ein? Sagt mir einfach mal ein paar Sachen. Heftig. Ja. Sensation. Sensation. Verarschen. Verarschen. Zum Beispiel Krise auch vielleicht, ja. Der Journalismus ist verdammt teuer. Das stimmt. Und deswegen sind wir angetreten, das hinzukriegen mit dem Geld, was uns gegeben wurde. Aber bevor wir euch das zeigen, möchte ich euch ein Video zeigen, denn wir haben genau diese Frage, die ich gerade gestellt habe, auch vorher in der Fußgängerzone gestellt. Das ist also keine repräsentative Umfrage, aber sie ist aufschlussreich, glaube ich. Zu können mit Werbung, müssen Klicks her. Und deswegen wird Journalismus heute eigentlich nicht mehr für Menschen gemacht, sondern für die Maschinen. Überschriften werden optimiert, Inhalte werden immer kürzer. Und das war die erste Überlegung aus Lesersicht, die wir am Anfang hatten. Aus Journalistensicht haben wir natürlich gemerkt, dass der Marktdruck immer größer wird. Financial Times Deutschland hat zugemacht, die Springer-Gruppe hat fast alle alten Printhefte wie Zeitungen wie das Abendblatt oder die Hör zu verkauft, konzentriert sich nur noch auf Online. Und daraus haben wir versucht, den Schluss zu ziehen, oder beziehungsweise gesagt, der Journalismus ist kaputt. Das ist eine ziemlich große These, da sind wir auch an ziemlich vielen Ecken angeeckt, weil natürlich Kollegen sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn man so etwas sagt, vor allem wenn sie Online-Journalismus machen. Aber vorausgesetzt, man hat diese These, ist halt die Frage, was kann daran eine Lösung sein? Und wir sind Anfang des Jahres zusammengekommen in Berlin, ungefähr 30 Journalisten. Und haben überlegt, wie kann man ein neues Magazin machen, was unter anderen Voraussetzungen geplant wird. Wir haben diese Idee entlang einer Plattform entwickelt, die es in den Niederlanden bereits gibt. Da kann man vielleicht mal ein Foto zeigen. Das ist The Correspondent. Die hatten einen sehr charismatischen Mann an der Spitze, der auch Fernsehauftritte hatte. Deswegen haben die innerhalb von einer Woche fast 1 Million eingenommen. Das würde uns nicht passieren, das wussten wir. Da müssen wir härter für kämpfen in Deutschland. Haben aber trotzdem versucht, etwas in diese Richtung zu machen, und zwar langsamer, weniger Inhalte, weniger schnelle Inhalte, hintergründigere Inhalte, kein Meinungsjournalismus, nicht plappern, kein Blabla. Und wir haben zusammen mit Sebastian Esser, der hat diese Plattform Krautreporter gegründet, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die gab es früher schon, da konnte man als Journalist ein Thema einstellen und sich dann Geld geben lassen für die Recherche, wenn das jemanden interessiert hat, haben wir ein Magazin auf die Beine gestellt, was eben Krautreporter jetzt heißt. Und wir haben innerhalb von einem Monat, von Mai bis Juni,
ein Crowdfunding laufen lassen. Das heißt also, jeder, der wollte, konnte uns Geld dafür geben. Es waren 60 Euro, die man geben sollte, 5 Euro im Monat für ein Jahr. Dann ist man Mitglied bei uns, so nennen wir das. Und haben insgesamt es tatsächlich am Ende geschafft, 900.000 Euro einzunehmen. Und versuchen damit jetzt ein Jahr lang ein Magazin zu stellen, was täglich 4 Geschichten liefern wird. Das hört sich erstmal nicht viel an und das hört sich erstmal auch nicht besonders innovativ an, aber man darf dieses Magazin nicht als reines Magazin sehen, sondern als Hub, als Schnittstelle für das, was noch passieren wird. Es wird eine Community dahinter geben. Leute, die sich angemeldet haben, die also Geld bezahlt haben, sind die einzigen, die dann auch kommentieren dürfen. Es wird also nicht irgendwie Hitler sein in den Kommentaren, sondern wir versuchen dann eine gelenkte Diskussion zu starten, woraus dann auch Recherchethemen erfolgen sollen. Die Leser sollen von sich etwas preisgeben. Wenn wir zum Beispiel Ärzte haben oder so, können wir bei Medizinthemen auf die zugehen und so weiter. Das wird jetzt Ende des Monats mit der Beta starten und Anfang Oktober könnt ihr da alle reinlesen. Die Geschichten gibt es alle öffentlich. Das war auch ein großes Problem hier in Deutschland, Leute dazu zu bekommen, zu bezahlen für etwas, was jeder lesen kann. Es ging eigentlich nur darum, dass man dann Mitglied ist. Wir wollten das aber extra so machen, damit wir offen sind für alle und dass jeder lesen kann, damit wir im Diskurs stattfinden. Ist klar, wenn man eine Bezahlschranke hat und das hat der Korrespondent falsch gemacht in unseren Augen, ist man ein Exklusivmedium. Das wollten wir nicht sein. Ja, und diese Zeit ist wirklich, sie schwindet. Hast du Zeit? Ah nee, das hat ja gar nicht mal so viel. Genau, dafür gab es viel Kritik von allen Seiten, gerade von Leuten aus unserer Branche, weil, wie gesagt, wir haben ja noch einen Schlitz getreten. Auf der anderen Seite gab es einen großen Neid und noch ein Problem mit der Mentalität, denn wenn man zum Beispiel in Skandinavien Startup macht, schlägt dann erstmal jeder auf die Schulter und sagt, schön, dass du es machst, aber ob es Geld bringt, weiß man nicht, ist aber auch egal. Hier was andersrum. Und wir haben jetzt ein Jahr Zeit zu beweisen, dass es richtig war, was wir da gemacht haben.